Well, I didn't work out that way. Get out, leave right now. It's the end of you and me. It's too late now. I can't wait for you to be gone. I wanted you right here with me, but I have no choice. You gotta leave. Because my heart is breaking with every word I'm saying. For I gave up everything I had on something that just wouldn't last. But I refuse to cry. No tears will fall from these. Gut, 8 Uhr, wir starten. Ja, also dann herzlich willkommen. Bin froh, dass ihr alle da seid. So viel Berliner, Wahnsinn, total schön. Ich habe ja ganz lange hier so Paartherapie-Ausbildung gemacht hier im Institut und jetzt bin ich hier in so einer ganz anderen Funktion. Das ist wirklich mal echt lustig. Ja, was haben wir heute so vor? Also ich werde ein bisschen was erzählen, ich werde ein bisschen was lesen, ihr könnt Fragen stellen. Wir machen dann eine Pause, wo ihr euch Tee und Wasser holen könnt. Wer will, kann sich noch ein Buch oder Hörbuch, ist noch gar nicht auf dem Markt, könnt ihr haben. Manche wollen ja gerne eine Widmung haben oder irgendwas, könnt ihr alles machen in der Pause. Und dann machen wir noch eine zweite Runde. So, ich kenne euch alle nicht. Ihr kennt mich wahrscheinlich schon von YouTube, nehme ich mal an. Oder ist irgendjemand, der mich nur vom Buch kennt hier? Nee, ne? Wahrscheinlich. Nee, wahrscheinlich nicht, ja. Genau. Ja, worum geht's heute? Raus aus toxischen Beziehungen. Also ich bin ja eigentlich so klassischer Paartherapeut, ne? Psychologe und dachte ich mir, das kann ja alles nicht so wild sein und dann bricht so die Realität über einen rein mit diesem ganzen Kram, da kam Tinder gerade auf damals und hatte dann auch Beziehungen, wo ich dachte, ey, oh mein Gott, irgendwas läuft hier komplett anders, als ich das so kenne und hatte auch das Gefühl, die Strukturen, also die ich so kannte mit Supervisoren, die mit einem arbeiten, die man fragen kann, die hatten eigentlich auch keine richtigen Antworten. Und als mir nach dann einer Beziehung dann mal so schlecht ging, dass ich schon dachte, ich muss gleich die Telefonseelsorge anrufen, dachte ich so, jetzt muss ich wirklich mal gucken, was ist hier eigentlich los. Und habe mich dann fortgebildet in USA und England und habe da gemerkt, boah, da gibt es ja noch so ein ganz anderes Wissen rund um dann, ja, wie ich das dann auch genannt habe, toxische Beziehungen. Und ich hatte davor eigentlich schon diesen YouTube-Kanal begonnen mit so ganz allgemeinen Dating-Beziehungsthemen und dann, als ich mir da dieses Wissen angeeignet hatte und dann auch die ersten Fragen beantwortet habe von Zuschauern in diese Richtung und plötzlich ging der ganze Kanal in die Richtung und dann dachte ich erst, boah, das kann doch gar nicht sein, dass das so viele Leute betrifft und mittlerweile, also heute denke ich eigentlich schon fast, also eine Beziehung zu haben, die nicht toxisch ist, ist eigentlich schon die Ausnahme. Also ich habe wirklich so viele Leute, ne? Kennt ihr das auch? Weiß ich, ne? Und das ist total verrückt, wo ich bin. Also dann redet man, wenn man mit 10 Leuten, dann redet man so am Tisch, ne? Was machst du? Und dann meine ich, ja, ich habe so einen YouTube-Kanal und dann, ja, worüber denn? Ja, toxische Beziehung und bumm, waren gleich 3-4 Leute, die sagten, boah, ne? das bin ich irgendwie. Und also das ist ja wirklich total verrückt und ja, aber die Zeit scheint eben auch reif zu sein, da drauf zu gucken, was ist da eigentlich los, was ist auch vielleicht so zeitgeistmäßig los, welche Bewusstseinsentwicklungen wird auch angestoßen. Das ist auch eine Sache, die mir mal klarer geworden ist, dass es eben nicht nur um diese toxischen Beziehungen geht, sondern also in dem Moment, kennt ihr vielleicht auch, wo man sich da reinstürzt, wo man anfängt, zu versuchen, das aufzulösen. Da tritt sozusagen ja so eine Bewusstseinserweiterung ein. Man sieht ganz anders auf Beziehungen und kennt ihr vielleicht auch, also in dem Moment, wo man seine eigenen Beziehungen versteht,
merkt man auch, was im Freundeskreis los ist. Ne? So Sachen, die man vorher dachte, was machen die denn da? Weiß man auf einmal sofort, das ist das und das und die sind in der und der Phase. Und das wirklich Komische ist ja, dass diese gerade so toxische Beziehungen, die laufen eben nach dem immer gleichen Regie-Skript ab. Und das führt dazu, weil das könnt ihr bestimmt auch alle, wenn ihr viele Sachen guckt, dass häufig mich Klienten fragen, die fragen immer, was macht er denn jetzt, was macht sie jetzt? Und dann meine ich, sie macht jetzt das, das, das und dann das und dann. Ja, das kannst du doch nicht wissen. Und ich, doch, das weiß ich. Und dann tritt eben genau das, das und das ein, weil es eben immer das Gleiche ist. Ne? Meldet er sich wieder? Meine ich, ja klar, meldet er sich wieder? Nein, auf gar keinen Fall mehr. Doch, er meldet sich wieder. Hundertprozentig so. Aber das ist irgendwie auch skurril, das so zu sehen, weil eigentlich gesündere Beziehungen, die haben diesen Variantenreichtum, ne? Diese toxischen Beziehungen. Laufen eben nach so einem Skript bis hin, das schreiben ganz viele Leute unter manche Videos, dass sie sagen, woher kennst du diese Worte? Das sind exakt die Worte, die mein Ex benutzt hat oder meine Ex. Also ja, und also wo es, denke ich, drum geht, ist eben, was in jeder dieser Beziehungen drinsteckt, sind eigentlich so zwei Themen. Das wollte ich heute mal ein bisschen anders zusammenfassen. Das kann man so nennen, Selbstwert und Bedürftigkeit. So, ne? Es geht eigentlich immer, also Selbstwert ist natürlich klar, sagen wir alle, genau wie wir sagen, ja klar lieben wir uns, aber wenn man dann wirklich mal genau hinguckt, ne, ja, liebt man sich wirklich in allen Aspekten. Und das Gleiche ist mit dem Selbstwert. Ne? Ich kann, also sicherlich keiner hier im Raum und auch, wenn ihr auf die Straße geht, irgendjemand trifft, also wer hat keine Selbstwertthemen, jeder hat irgendwie Selbstwertthemen. Und die natürlich eben aus dieser Kindheit kommt, die wir ja auch gerade in diesen Nachkriegsgesellschaften auch häufig nicht so leicht waren. Und in dem Moment, wo man eben mit diesen Selbstwertthemen in diese Beziehung reingeht, da, dann bilden sich eben diese Paare. Ne? Auf der einen Seite der, wie ich immer sage, Co-Abhängige oder Pluspol, ne? Der so scheinbar offensichtlich ein Selbstwertthema hat. Ne? Also warum lässt er sich sonst so rumschubsen in diesen Beziehungen? Auf der anderen Seite aber der vielleicht narzisstische Mensch, der, wo man ja denkt, der hat ja einen Selbstwert, aber der hat auch keinen Selbstwert. Ne? Der hat hoffentlich noch viel weniger Selbstwert. Der hat nur einen anderen Modus, damit umzugehen. Ne? Der sagt eben, ich muss das so verstecken, dass ich mich sozusagen komplett aufblase, um dieses eben zu kaschieren. Weil jemand, der einen wahren Selbstwert hat, der muss sich weder klein machen, noch muss er sich aufplustern vor anderen. Der hat einfach diesen Selbstwert. Ne? Der wird auch nicht hinterfragt, der muss auch nicht von außen bestätigt werden. Weil ich habe den einfach. Und sowohl Pluspol als auch Minuspol haben eben das, was auch normal ist irgendwo, ne, haben halt diesen Wert, fühlen sie nicht. Und deswegen muss er im Außen immer bestätigt werden. Und damit einher geht eben dieses Thema von Bedürftigkeit. Also natürlich sind wir ein Kontaktwesen, sind wir ein soziales Wesen. Das heißt, natürlich suchen wir Beziehung irgendwo, ist ja auch biologisch in uns angelegt. Trotzdem, das ist auch so ein bisschen gemein, finde ich manchmal, dass je mehr man das Gefühl hat, ich brauche unbedingt eine Beziehung oder ich kann ohne eine Beziehung nicht leben, umso mehr zieht man eben so narzisstische Menschen an, ne? So als Spiegel sozusagen. Ne? Weil das Universum spiegelt uns immer. Ne? Also wenn wir ein Riesenthema haben mit Selbstliebe und ich weiß nicht was, dann sagt das Universum eben nicht, ja prima, jetzt kriegst du noch 5 Pflaster drauf oder so. Das Universum sagt so, jetzt stecken wir dir Narzissten vor die Nase, der reißt dir alle Pflaster runter, damit du siehst, was mit dir ist quasi. Und das ist natürlich manchmal nicht schön. Und trotzdem auf der anderen Seite ist natürlich genau diese Bedürftigkeit. Und das kann man auch, ich benutze ja oft diesen Begriff Liebessucht. Und da kann man schön sehen, ja klar, der Pluspol, das scheint wieder so klarer zu sein, ja, der, also aufgrund dieser Heiß-Kalt-Dynamik entsteht eben häufig so eine Sucht in diesen Beziehungen. Und dann wird der Pluspol wird eben so süchtig zu dieser Einbeziehung. Aber der Minuspol oder narzisstische Mensch ist eben auch süchtig. Der hat nur eine andere Form von Sucht. Der hat eine Sucht nach Bestätigung und zwar von möglichst vielen Menschen. Und da wird's eben, da läuft es eben schief, ne? Weil ich sage immer so, da reicht die ganze Stadt nicht, ne? Das Ego von einem Narzissten irgendwie voll zu kriegen. Ne? Deswegen reicht auch eine Person nicht. Deswegen egal, wie toll ihr seid oder wie toll ihr euch aufbrezelt oder wie witzig ihr seid. Also es wird immer irgendwann langweilig für so einen narzisstischen Menschen, ne? Weil das ist mir auch so klar geworden, die können zwar verliebt sein, aber die können eben nicht lieben, so in dem Moment, wo die Verliebtheitsphase aufhört, da
wird es eben schwierig. Und wie lange geht es immer gut? Welche Zeit? 3 Monate sind immer die 3 Monate. Ne? So, ne? Ja. Ja, das ist echt verrückt. Ja. Und was wir uns heute auch nochmal angucken wollen, ganz klar ein bisschen, ist so 3 Begriffe, die habt ihr bestimmt alle mal gehört. Und zwar ist das Ego, inneres Kind und freies Bewusstsein. So. Also womit wir halt Schwierigkeiten haben, ist immer das innere Kind. Klar, das ist, innere Kind ist eben, wenn man so will, diese Traumata, die wir so in der Kindheit erfahren haben, hat natürlich auch jeder. Ne? Und mit dem inneren Kind eng verwoben ist dieser Schmerzkörper, das kommt ja aus dem Begriff von Eckhart Tolle, also es ist dieser Bereich in uns, in unserer Psyche, in unserem Körper aber auch, wo diese ganzen Schmerzprogramme, Traumata gespeichert sind. Und das kommt eben nicht nur aus der Kindheit, das kommt eben auch aus der Familiengeschichte. Also wenn ihr, ich weiß nicht, ob ihr eure eigenen Familie mal durchgeguckt habt, wenn man selber so ein Thema hat mit Co-Abhängigkeit, dann, und ihr geht mal eure Familien und Onkels und Tanten durch, dann werdet ihr häufig sehen, die haben alle das gleiche Thema irgendwo. So. Das heißt, es ist häufig so ein Familienthema, da gibt es so einen Familien-Schmerzkörper und dann gibt es eben noch so einen gesellschaftlichen Schmerzkörper, das wäre bei uns jetzt hier Zweiter Weltkrieg und diese Sachen, die halt noch so nachwirken. Und dieses innere Kind grätscht halt gern rein, ne? Wenn man so gekränkt ist und warum werde ich nicht gesehen und warum dies und das. Und dann haben wir das Ego. Das Ego ist halt, das Ego ist so ein Teil in uns, der ist eigentlich nur gedacht als, man sagt immer so Torwächter, also wo man dieses Ego gut gebrauchen kann, das ist, zum Beispiel, ihr kommt aus so einer toxischen Beziehung raus und ihr steht jetzt mal auf und sagt, ich lass mich nicht mehr so behandeln und du kannst mich mal, also da ist das Ego super, ne? Das Ego, was so sozusagen abgrenzt und auch mal eine klare Grenze setzt und auch mal wütend wird und so, da ist es super. Aber wenn wir zu viel im Ego sind, dann ist es eben, das Ego braucht permanente Aufmerksamkeit und weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wer von euch meditiert so viel, ein paar. Okay, wenn ihr viel meditiert, dann wird das Ego ja weniger und man meditiert und dann kommt man vielleicht in so Gefühle rein, oh, klasse, jetzt komme ich so in höhere Welten und so tolle Gefühle und dann ballert das Ego rein mit irgendeiner blöden Angst oder also das Ego kommt dann und sagt, hey, hallo, ich bin auch noch da, ne? kannst du mal darüber Sorgen machen, gefälligst oder und dann haben wir eben das Ego im Sinne von, das ist eben auch in diesen toxischen Beziehungen reagiert das Ego. Ne? Einmal haben wir den, ja, sagen wir mal, narzisstischen, ich mag diese Labels immer nicht so, aber sagen wir mal, narzisstischen Menschen, dem es offensichtlich nur ums Ego geht. Ne? Also deswegen ist er auch permanent gekränkt, wenn man ihn kritisiert. Aber auch der Pluspol hat häufig ein Thema mit dem Ego, weil, vielleicht kennt ihr das auch, dass, also wenn ich mit Klienten telefoniere, dann sagen die, also die würden nie mit einem Narzissten zusammen sein, der irgendwie, weiß ich nicht, total hässlich ist und keinen Status hat und dies nicht und das nicht. Das ist komischerweise nicht, sondern es ist immer so, dass die sagen, ja, aber sieht so gut aus oder sieht so gut aus und ich hatte noch nie so jemanden, der so gut ausgesehen hat oder der hat so einen tollen Beruf oder also wir hängen auch das Ego des Pluspols hängt fest an, dass es vielleicht sagt, ja, okay, ist ein bisschen narzisstisch, aber dafür habe ich ja toll, ich habe so eine hübsche Frau an meiner Seite, prima. Nur der Preis ist eigentlich immer zu hoch. Ne? Also das ist halt so das Problem. Und schwierig wird es halt immer, also inneres Kind ist nicht schlecht, Ego ist nicht schlecht, aber lässt man inneres Kind ans Steuer vom Auto eigentlich nicht, aber das machen wir halt immer wieder. Ne? Das Ego kommt ans Steuer, das innere Kind kommt ans Steuer und was wir eigentlich am Steuer brauchen ist, dieses freie Bewusstsein, das ist manchmal so schwer zu spüren. Also der Teil in uns, der eigentlich dieses ganze total verrückte Achterbahnspiel, was wir ja machen im Leben, der das so beobachtet. Ne? Und der oder die oder das, was es beobachtet, ist weder euer Verstand, ist weder euer Ego, ist weder euer inneres Kind, sondern das ist ein Teil in euch, der zwar ganz eng mit dem Körper verbunden ist, der eigentlich nur beobachtet und einfach sich erfahren will in diesem menschlichen Körper. Aber das ist halt super schwer, das zu spüren, dass wir eigentlich nicht dieses Ego sind oder nicht diese Schmerzen sind. Ne? Und das ist ein spannender Prozess, wo und diese toxischen Beziehungen sind halt häufig so ein, wie so ein Wachruf, der dann sagt, hier, wach auf, guck hin, ne? Was machst du hier, womit bist du identifiziert?
Gut.